Ja, hallo, ich habe ein folgendes Problem. Ich habe eine Einladung zur Microsoft Teams Besprechung bekommen. Ich habe aber das nicht auf meinem Computer und ich möchte schauen, wie das funktioniert, an einer Besprechung teilzunehmen. Ich klicke, wie hier steht, klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen. Ich klicke darauf und dann geht es mir ein separates Fenster auf und ich werde gefragt, will ich App herunterladen oder falls ich es habe, dann kann ich einfach Microsoft Teams öffnen. Das wäre natürlich optimale Lösung, wenn ich das schon hätte. Wenn ich nicht habe, kann ich das herunterladen. Ich muss mich dann aber bei Teams registrieren. Das kostet nichts für passive Nutzung als Kursteilnehmer, als Teilnehmer, nicht als Organisator, sondern Teilnehmer, dann ist es gratis, aber es muss registriert werden. Und jetzt, ich entscheide mich für die einfachste Variante, kein Download, keine Installation, sondern im Browser aufzumachen. Ich klicke drauf. Schwupps. Ich warte dann einen Moment, bis Verbindung aufgebaut ist. Ich habe hier bereits meinen Namen reingegeben. Ich kann Bim Bam schreiben von mir aus. Ich kann definieren, ob Kamera eingeschaltet ist von mir oder nicht. Ob ich Mikrofon einschalte oder abschalte. Gell? Ich schalte jetzt meine Kamera ab, zum Beispiel. Und ich gehe ohne Kamera in die Sitzung rein. Jetzt teilnehmen und voilà. Voilà. Ich Ich lande lande in einer Besprechung. Bluetooth already opened. Und jetzt habe Waiting ich for gemerkt, Bluetooth connecting. dass ich eine Kopplung hatte, weil der andere Computer nebendran steht. Musste ich Lautsprecher abschalten. Und jetzt, wenn ich in einer Teambesprechung bin, da habe ich zwei, drei Sachen, welche wirklich wichtig sind. Erstens, wenn ich etwas signalisieren möchte im Kurs, Hand heben, Hand senken. Wenn ich etwas schreiben will im Chat, mache ich Chat auf. Wenn ich sehen möchte, wer dabei ist, dann klicke ich da drauf und ich sehe, da ist der Organisator da und da bin ich, bim bam. Gast, gell? Und wenn ich Hand, zack, strecke, dann sehen alle, aha, ich will etwas sagen, ich melde mich zu Wort. An und für sich, coole Sache. Und jetzt, Teilenleiste öffnen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil wenn wir einen Kurs haben, dann arbeiten wir eigentlich nicht in Teams, sondern wir wollen etwas anderes zeigen. Ich habe hier zum Beispiel ein Explorer-Fenster offen, ich habe hier einen Browser offen und Aufzeichnungsprogramm, das sowieso. Und jetzt, wenn ich auf Leiste teilen klicke, kann ich Bildschirmübertragung starten. Zack, back. Und jetzt kann ich wählen zwischen gesamten Bildschirm, also die anderen sehen wirklich alles, was es gibt, da. Ich kann jetzt Anwendungsfenster eröffnen. Zum Beispiel jetzt die laufende Anwendung, das wäre bei mir Microsoft Edge. Wenn ich jetzt noch Chrome starte, schwupps, dann wird das auch, also vergrößert. Dann wird das auch Chrome dabei sein. Ich kann nur Chrome zeigen. Oder ich kann ein Tab zeigen. Ich habe jetzt zwei offen. Ich kann sagen, so, ich will meine E-Mail zeigen oder ich kann die Besprechung zeigen. Oder wenn ich da jetzt, ja, was nehmen wir? NZZ.ch. Wenn ich jetzt NZZ offen habe, dann kann ich das auch in Teams teilen. Gell? Ich wähle, was ich teilen möchte.
und ich teile das Ganze. Und das geht an meine Partner, Partnerinnen im Teambesprechung weiter. Und zwar, ich sehe, die blaue Linie zeigt mir, was ich eigentlich zeige. Gell? Und da wird jetzt im Moment ja ziemlich wichtige Sachen passieren, da, für heute. Item, es geht nicht um NCZ, sondern ich gehe zurück zur Besprechung und wenn ich fertig bin, wenn ich gezeigt habe, was ich zeigen wollte, dann kann ich Teilen beenden machen und dann sehen die anderen nicht mehr das, was bei mir passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel zuhören will und nicht reinquatschen will oder keine Kopplung, Soundkopplung haben möchte, kann ich auch auf Stumm schalten klicken, dann hören die anderen nicht, was ich sage. Gell? Wenn ich jetzt aber meine Präsenz zeigen möchte, dann starte ich Kamera und dann wird angezeigt, dass ich da nebendran bin. Ja, und so funktioniert Teams in Chrome ohne Installation. Einfach, ich wiederhole, im E-Mail-Programm klicken Sie hier, um Besprechung teilzunehmen. Dann geht es ein neues Fenster auf, ich muss Benutzername geben. Ich muss vielleicht Mikrofon einschalten, abschalten und dann kann ich loslegen.